Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge von Mittelstand hautnah. Und heute wollen wir uns mal dem Thema Ausbildung nähern. Denn man hört das ja auch täglich in Nachrichten, in Rundfunk, Fernsehen, Presse, auf den sozialen Medien. Ausbildungsplätze können nicht mehr besetzt werden. Es gibt Mangel an Auszubildenden. Auch dazu haben wir natürlich im Studio einen Experten, der zu dem Thema viel, viel mehr erzählen kann, als ich es kann. Und ich begrüße deswegen Kai Ziesmann. Hallo Kai. Hallo Christian, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ob ich ein Experte bin, da lässt sich natürlich drüber streiten. Aber ich habe natürlich schon so einige Erfahrungen gesammelt, war für die IHK im Bereich Aus- und Weiterbildung unterwegs, bei vielen Unternehmen, bei anderen Bildungsträgern, wo ich, ich sage jetzt mal von der Berufsorientierung über Verbundausbildung bis hin zu Qualifikationen von Ausbildern tätig war. Also ein bisschen Erfahrung konnte ich schon sammeln. Ja, das war mal eine etwas andere Vorstellung, als es normalerweise viele Gäste tun. Aber den kann man schon entnehmen. Du bist eigentlich einer, der an der Front tätig ist, wenn man das mal so sagen darf. Definitiv. Also ich sage jetzt einfach mal so, ich fahre in die Unternehmen, ich spreche mit den Unternehmen, ich kriege viel Feedback von den Unternehmen, wie es denn eben halt in der Ausbildungsbranche aussieht. Lohnt es sich noch? Manche sagen einfach, ich habe auch keine Lust mehr. Da kommen Jugendliche an, die sind unmotiviert, die haben kein Wissen, was lernen die da noch in der Schule? Also dieses Meckere und Gejammere ist sehr, sehr hoch. Das erfahre ich direkt vor Ort, ob das nun in, ich sage jetzt mal, Handwerksbetrieben ist oder eben halt auch im kaufmännischen Bereich, im Industriebereich und selbst auch in der Pflege und anderen Bereichen ist es nicht besser. Es ist definitiv nicht besser und eigentlich schade, weil ich sag immer, die Jugend von heute ist nicht schlechter und nicht besser, wie wir es waren. Und es ist halt nur eine andere Zeit und man muss einfach diese Kids auch anders nehmen und anders angehen. Und auch die Ausbildung muss ich umgestalten, weil die haben einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geschichte, auf den Ausbilder, auf den Betrieb und so weiter und so fort. Ja, also im Grunde gibt es dann zwei Probleme. Wir haben die Quantität, dass offensichtlich nicht genügend Bewerber oder nicht genügend Auszubildende auf dem Markt sind, die eine Ausbildung anstreben im Mittelstand. Und zum anderen auch die Qualität, dass die, die sich bewerben, nicht mehr den Qualitätsanforderungen entsprechen. Das nehme ich jetzt mal so, als dass das Gejammer, das so von den Betrieben kommt, die können nicht mehr lesen, die können nicht mehr schreiben, die können nicht mehr rechnen. Also ich höre das auch täglich, wenn ich unterwegs bin im Mittelstand, dass man mit den Leuten im Grunde in Anführungsstrichen nichts mehr anfangen kann. Das siehst du aber anders. Definitiv, weil ich sage jetzt einfach mal, ich nehme mal ein nettes Beispiel, ich gehe auch an Schulen. Und da fängt das schon in der 6. Klasse an. Und man kann sich gar nicht vorstellen, worüber Kids sich Gedanken machen. Also an Schulen Mobbing, auch ein ganz, ganz starkes Thema. Da eine 11-Jährige hebt die Hand, Herr Ziesmann, kann ich Ihnen mal eine Frage stellen? Und dann sage ich natürlich, deswegen bin ich ja da. Ja, wenn Erwachsene über ein junges Mädchen, ja, aus Schweden sich aufregen, ja, sie diffamieren, beleidigen und bedrohen, ja. Und wenn wir hier an der Schule, ja, einen Mobbingfall haben, ja, sagen genau diese Erwachsenen, wie kann denn sowas passieren? Ja, und dann stehst du vor dieser Klasse, vor einer 11-Jährigen und sagst, wow, was für Gedankengänge sind da? Und ich finde, dieses Beispiel ist super toll, weil da die sind da. Und warum, denn sollte ich mir doch mal Gedanken machen, warum ich als ein Unternehmer nicht dieses Mädchen erreiche, ja, für meinen Betrieb? Warum nicht? Ja, weil die sind heutzutage ganz anders unterwegs. Ja, und die achten nicht darauf, oh, da kriege ich jetzt 2.000 Euro Ausbildungsgehalt, sondern
ja, die sind ganz cool unterwegs da auf Instagram, die machen immer Videos, da sind die Jugendlichen, zeigen, was sie können und einem nur dran. Da bewerbe ich mich. So. Ja, heißt es nicht, dass die Unternehmen und auch wir als Erwachsene oder Unternehmen sagen müssen, ich kann nicht mehr dieselben Erwartungen an die junge Generation haben, die ich noch vor 10, 15 oder 20 Jahren hatte, weil sich eigentlich die Lebensvision der jungen Menschen geändert hat, dass sie andere Erwartungen ans Leben haben. Natürlich, natürlich. Also ich sag mal so, ich war schon immer jemand, der anders gedacht hat. Ja, ich bin in unserer Zeit, als wir in die Ausbildung gingen, ja, ganz anders unterwegs gewesen. Ja, ich habe natürlich auch einen super Ausbildungsbetrieb gehabt, muss man auch ehrlich sagen, wo solche Menschen, die vielleicht auch schon ja, mehr Verantwortung übernommen haben, ganz anderen Blick auf die Dinge, wurde ich auch natürlich auch gefördert. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch 2 Wochen ja einen Teil der Kundenretoure ja als Auszubildender geleitet, weil der Leiter oder der Abteilungsleiter Urlaub gemacht hat. Also das durfte ich. Sicherlich hat der Vorgesetzte immer drauf geguckt und ist gekommen und hat läuft alles und allem und dran. Eine ganz andere Geschichte, aber trotzdem wurdest du gefördert in so einem Unternehmen. Das waren damals schon so Leuchttürme. Ja, die gibt's heute immer noch, aber die Leute müssen begreifen, dass sie alle zu einem Leuchtturm werden. Sonst funktioniert es nicht. Und ich muss diese Ausbildung in die Mitte des Betriebes holen und nicht einfach als Randprodukt sehen, weil wir reden über, die meisten sagen ja immer Fachkräftemangel, das sehe ich ja gar nicht so. Ich rede von einem Fachkräftebedarf, den wir haben. Und dafür muss ich mir einfach auch Gedanken machen, wie kann ich diesen Fachkräftebedarf decken? Christian, wie kann ich da das rangehen? Und dafür muss ich halt in der Lage sein, auch mal anders zu denken, andere Wege zu gehen. Ja, wir haben es geschafft, also ich und mein Team damals, zum Beispiel ein großes Verkehrsunternehmen darauf hinzuweisen, ja, dass man aus der Ausbildung die Fachkräfte von morgen formt. Und am Ende des Lieds war es so, dass der Ausbildungsleiter gesagt hat, hier, die junge Frau, Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr, die werde ich jetzt ausbilden dahin, dass sie eben halt den Social-Media-Bereich im Bereich Ausbildung abdeckt. So, die wurde ausgebildet, die ist heute die Leiterin, ja, alles was Social-Media betrifft, die lässt die jungen Leute im Unternehmen, ja, Social-Media-Beiträge ich sag mal, generieren. Ja, also die sagt, die gibt Sachen vor und an und dran und die erstellen das selber. Also die Idee ist uns eigentlich gekommen, weil ich hatte früher Schulradio. Kennst du das auch? So, ja, selber gemacht. Ja, Schulradio. Ja. So, und da habe ich gesagt, ja, wir haben doch auch unser Schulradio. Wir haben ja auch die Leute angesprochen. Und so ist das Ganze entstanden. Und so hat er gesagt, okay, die macht das, die hat ein Händchen für, die hat da Lust drauf, die hat Bock drauf. Die haben wir dann auch geschult dahin, ne? Also wirklich so an die Hand genommen und mit der so Sachen durchgegangen, mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Und das war richtig toll. Und der Ausbildungsleiter sagt heute noch, oh, wir müssen unbedingt uns nochmal wieder treffen. Also jetzt auch Corona und so, wenn Zeit ist, dann treffen wir uns mal wieder. Ja, vielleicht hast du ja neue Ideen und so. Und du merkst einfach, dass es eben halt auch anders geht. Also ich habe ein großes Elektrounternehmen ist übertrieben, aber 100 Mitarbeiter ist schon größer. Ja. Und wir haben eine ganze Ausbildungsabteilung. Und der Ausbilder wird, ich glaube, in den nächsten 2 Jahren in Rente gehen. Ja, und da sagen die Azubis, oh, das können sie nicht machen und sie sind der Beste und allem und dran. Ja. Und jetzt fangen die erst an, einen Nachfolger zu suchen. So, und der sagt zwar zu mir, ich habe da schon einen im Auge, aber weißt du, ich glaube, das ist eben halt auch viel zu kurzfristig gedacht. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man den Weg auch ein bisschen mitgeht. Natürlich kann nicht jedes Unternehmen sich das leisten. Ich stelle jetzt einen 5 Jahre nebenher ein, ja. Aber
Vielleicht ist der in dem Betrieb, der einfach auch mal tageweise oder mal eine Woche oder so da reinschnuppern kann, auch reinwachsen kann. Weil ich sage dir jetzt einfach, Ausbildung ist nicht ein 2 Wochen Workshop bei der IHK und dann habe ich meinen Ausbilderschein, sondern das ist ein Prozess. Ich muss da mitwachsen und vieles, ich sage jetzt hier, ich bin ja nun auf der anderen Seite von Deutschland, im Osten ist es häufig so, ja, die wurden dann irgendwann in den 90ern zum Ausbilderschein geschickt, dann sind sie Ausbilder geworden und jetzt stehen sie da und wer macht das jetzt? Ne? Die gehen in Rente alle, wer macht denn das jetzt? Und wo geht denn das ganze Wissen hin? Wo geht die ganze Erfahrung hin? Ne? Und Riesenprobleme hier. Und ich denke mal, es ist bei dir drüben auch nicht anders, dass die eben halt auch nie gedacht haben zu sagen, das sind meine Fachkräfte für die Zukunft. Ja, heute hast du das so, aber die kannst du doch nicht gebrauchen und an und dran. Ja, die haben hier eine Ausbildung gemacht, also guck sie dir doch an. Die kannst du ja nicht alleine laufen lassen. Und dann sage ich immer, Entschuldigung, ihr habt die ausgebildet. Ihr habt die ausgebildet. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, ja. Also das ist ein total interessanter Aspekt, weil du hast, glaube ich, 2 ganz, ganz wichtige Impulse gerade schon gegeben. Ich möchte die nochmal zusammenfassen. Zum einen hast du gesagt, man muss sich frühzeitig um die Ausbildung im Unternehmen kümmern. Wer leitet denn das? Wer hat denn da auch eine Leidenschaft für? Ja. Und da muss man die Leute heranführen. Natürlich technisch gesehen, so ein AFA-Schein, der ist relativ schnell gemacht bei der IHK, aber das ist es nicht, sondern du musst da reinwachsen, du musst auch Lust auf die Arbeit mit den jungen Menschen im Unternehmen haben. Und zum anderen, das fand ich sehr interessant, ist, gib doch mal den jungen Auszubildenden die Chance, an den Aufgaben zu wachsen, auch an denen, die nicht fertig kommen. Ich glaube, wovon wir uns gerade in Zeiten vom Fachkräftemangel verabschieden müssen, ist der Gedanke, dass mir als Unternehmen der Markt, ja, fertige Fachkräfte zur Verfügung stellt, die ich am Tag 1 nutzen kann. Und ich glaube, die Unternehmen müssen viel mehr tatsächlich in die Eigenverantwortung gehen und selbst zuschauen, wie bilde ich mir denn meine eigenen Fachkräfte auf. Und ich würde ganz gerne nochmal den Bogen spannen, weil das fiel schon so Social Media, auch Instagram hast du gerade schon gesagt. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo ich eine Annonce gemacht habe, das Unternehmen, die Suche auszubilden und dann haben sich da 30 Auszubildende auf eine Stelle beworben. Heute ist es wahrscheinlich umgekehrt, heute bewirbt sich einer bei 30 offenen Stellen. Ist es nicht dann auch ein Versäumnis, dass wir nicht dorthin gehen, wo die Kids sind und die Kids dort abholen? Definitiv. Also Social Media ist so, so wichtig, aber nicht um zu sagen, unbedingt zu sagen, hier, ich habe eine Ausbildungsstelle, bewerb dich, sondern um präsent zu sein, ja, um zu zeigen, wie funktioniert Ausbildung wirklich. Ich habe häufig auch wenn ich halt in der Berufsorientierung unterwegs bin, also an Schulen gehe, dann sage ich, ja, wart ihr denn mal im BITS, ja, Berufsinformationszentrum? Ja, waren wir. Da mussten wir uns so eine blöden Videos angucken. Das ist eben halt auch häufig das Problem, diese gestellten Sachen, ja, wie eine Ausbildung dort aussieht als, was weiß ich, Tischler oder als Industriemechaniker oder was weiß ich auch immer. So, und dann kommen die in ein Unternehmen und, oh Gott, also völlig anders, als was sie sich vorgestellt haben. Deswegen ist es wichtig, dass man eben halt wirklich auch eine, ich sage jetzt eigene Azubi-Seite hat, also wo die Azubis über, ich sag Instagram, TikTok, was weiß ich auch immer, das muss man ja gucken, wo ist der Interesse und wie ist der Zeitaufwand, wie kann ich das gestalten in meinem Unternehmen, habe ich 10 Azubis, habe ich nur 2 Azubis, ja, dann kann ich natürlich mit 10 Azubis, kann ich vielleicht 3 Social-Media-Kanäle bespielen und bei 2 Azubis kann ich gerade mal einen bespielen. Aber das reicht schon. Das reicht schon. Die finden euch. Und das ist, glaube ich, dieser Irrtum. Ja, woher sollen die das wissen? Die Kids wissen einfach, wie man so ein Account aufbaut. Und die sind da auch hinterher. Und die erzählen das ihren Freunden, ihren Geschwistern, die jünger sind. Ja, geht mal dahin, guckt mal, was wir da machen und das ist eine geile Sache. Ja, und so baut sich eben halt so ein Account auch auf und dadurch mache ich eben halt auch Werbung und wenn ich dann
nochmal die Ausbildung verändere. Viele sagen, oh, geht doch gar nicht, die IHK schreibt das vor oder die Handwerkskammer schreibt das vor. Nein, ich kann Projekte im Unternehmen starten, ich kann coole Sachen machen, ja, ich kann die einfach mitnehmen. Ich habe mit vielen Azubis Video-Workshops gemacht, ja, und du glaubst gar nicht, auf was für Ideen kommen, ja. Ich als alter Sack, ja, stehe da manchmal und denke, oh, wow, ne, so geile Idee. Und man muss da nur für offen sein. Ich brauche nicht derjenige sein, der das super Wissen hat. Ja, das glauben ja die Ausbilder. Oh Gott, nee, damit kann ich mich, brauche ich nicht. Ich muss die mitnehmen, muss denen sagen, ja, geil, komm weiter, ne, habt ihr noch tolle Ideen? Und dann gehen wir da und dann geht das Ding viral oder was weiß ich. Ich glaube, dieses mit dem Glaser, der die Scheibe. Ja, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, so, das war eine geile Idee, hat er einfach gemacht. Das passiert Jugendlichen auch. Oder die, wenn andere das sehen und sagen, wow, was die da alles machen. Ja, es gibt ja die Möglichkeit, jetzt ist Corona ein bisschen schwierig, aber die für 4 Wochen ins Ausland zu schicken. So ein Auslandspraktikum. Ja, wie eben halt beim Studieren, Auslandssemester und so weiter. Wir haben Leute gehabt, die waren, ich sage jetzt mal, wirklich Curaçao, ja, die haben Videos gepostet bei YouTube, hammergeil, Musik, da laufen die am Strand rum, wie, ich sage mal, das Video hier von Genesis, ja, wo sie wie so eine Zug da längs marschieren, das Ding ist auch viral gegangen, das haben sich so viele angeguckt, ja, und die sagen nicht, oh cool, ja, da fliegst du mal nach Curaçao und machst eine lockere Ausbildung an und dran. Nee, die ich haben will, die wissen schon, dass eine Ausbildung nicht einfach mal so gemacht ist, sondern eben halt auch harte Arbeit ist und sich dahinter klemmen muss. Aber auch das ist ein Anreiz, ja, eine Ausbildung bei mir im Unternehmen zu machen, ja. Wir haben in Brandenburg immer denn so einen Abschluss von den ganzen Auszubildenden, die dann eben halt mit Azubi Mobil weltweit unterwegs waren. Und da werden die dann immer ausgezeichnet und die Ausbilder bzw. Ausbildungsbetriebe, da ist auch immer einer vor Ort. Und da habe ich mal mit einem gesprochen, der hat eine Tankstelle, der hat seinen Azubi, ja, dahin geschickt, ja. Der hat so viel Bewerbung, ja, da würde sich ein kleines, ein großes Unternehmen, ja, jetzt im Verhältnis, die Finger nachlecken. Ja, wir haben, das war damals noch die IHK-Zeiten, haben wir mal ein Video gedreht für eine Gastronomiebetrieb. Und Gastronomiehotel, also Hoga-Bereich, ist natürlich heftig. Ja, ja, also wir haben ganz, ganz große Probleme, Azubis zu finden. Und also jetzt nicht nur in der Pandemie, schon vor der Pandemie war es nicht besser. Und da war es wirklich so, da haben wir ein Video gemacht, wo wir so das Telefon klingeln lassen haben. Mein Kollege ist dann ans Telefon gegangen und hat gesagt, ja, hier, ja, könnten Sie mal vorbeikommen, ich habe da ein Problem, naja, hin. Und dann haben wir einen Tatort dargestellt, ja. Und das heißt, wir haben uns die Arbeitsplätze, die zukünftigen Arbeitsplätze angeguckt, haben das Ganze ein bisschen lustig gemacht. Also hingefahren, Landkarte, Auto drauf laufen lassen, ja, quietschende Reifen, dann ging die Tür auf und zu, ja, herein, die Chefin begrüßt und allem drum dran. Wir haben das Ding vormittags online gestellt. Ja, ich bin dann nachmittags, weil ich daran vorbeikam, auf dem Weg nach Hause, da nochmal angehalten, wollte denen eigentlich nur sagen, dass wir das jetzt online gestellt haben. Ja, und dann klingelte das Telefon und wer rief an? Ja, jemand, der eine Ausbildung machen wollte. Und ja, da hat mir die Chefin dann gesagt, ja, das war jetzt schon der zweite. Wir haben das schon mitbekommen, dass sie das online gestellt haben. Ich sage, wir haben versucht, sie anzurufen und hatten keinen erreicht. Und dann waren wir im Meeting und so, weißt du, wie das ist. Denn? Ja. Und ja, das war ein Wahnsinnszuspruch. Ja, nur so ein lustiges Video einfach mal hingestellt. Ja, daraufhin haben wir natürlich dann auch das eine oder andere Unternehmen im Hoga-Bereich uns angerufen und hat gesagt, wir wollen das auch. Weil die das einfach auch cool fanden. Ne? Und
Man kann so viele Dinge machen und so viele Dinge umsetzen. Der Irrglaube ist einfach heutzutage, dass jedes Unternehmen das gleich machen kann. Nein, ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Wir beide sind schon unterschiedlich. Verstehst du? Also, wenn du unsere Beiträge jetzt mal auf LinkedIn vergleichst, das ist unterschiedlich. Also müssen wir es eben halt auf den individuell zuschneiden. Und dann funktioniert das auch. Ja, wenn das Unternehmen eben halt Humor hat, wenn da eine tolle Stimmung im Team ist, das muss ich persönlich, muss das immer wahrnehmen. Also ich muss in den Betrieb fahren, ich muss mir die Leute anhören, um da eben halt auch zu sagen, Mensch, wäre das nicht eine Idee? Ja, manchmal ist es nur ein kleiner Anstoß und das Unternehmen selber fängt an, Ideen zu entwickeln. Ja, und wenn ich jetzt mal eins sagen kann, das Beste war mal ein Unternehmen, was gesagt hat, Herr Ziesmann, eigentlich hätten wir Sie gar nicht gebraucht. Ich war nur der Anstoß. Wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre es gar nicht passiert. Aber die ganzen Ideen und allem drum und dran laufen anderen zu. Und das ist eben halt auch, was ich vielen immer vorwerfe, dass sie hingehen zu Unternehmen und sagen, du musst das so und so machen. Nee, ja. Die will das gar nicht selber, du musst es nur anstoßen. Und dann musst du gar nichts tun. Und ich glaube, dieser Satz war ein besseres Kompliment, habe ich in meinem Leben nie wieder bekommen, als zu sagen, wir hätten sie gar nicht gebraucht. Also habe ich alles richtig gemacht, denn das ist das, was ich gut kann. Ja, also waren jetzt du hast jetzt wirklich ganz, ganz viele Impulse, glaube ich, in den letzten Minuten auch mitgegeben. Der ein oder andere sollte vielleicht nochmal zurückspulen und nochmal anhören, weil sonst hört man da ein bisschen was. Was ich vielleicht noch als Abbinder zu unserer heutigen Ausgabe sagen kann, ist, hey, die Generation ist nicht verloren. Ja, man kann auch daraus echte Leuchttürme machen. Wir müssen es nur anders machen. Ja. Wir müssen sie dort abholen, wo sie sind. Ja. Und vielleicht ganz einfach mal auch ein bisschen Vertrauen haben und die Azubis mal machen lassen. Denn die sprechen die Sprache der Generation. Also nicht mit der, ich nenne es jetzt mal so, mit dieser erwachsenen, sachlichen, vernünftigen, ganz formellen Sprache, sondern lasst doch mal die Jugendlichen einfach machen. Sie holen euch schon auch die anderen Jugendlichen. Die sprechen sie an, sie holen sie ab und bereichern euer Unternehmen. Einfach mal ein bisschen Vertrauen haben. Wir sind noch lange nicht verloren. Definitiv. Ich sage immer, das Wichtigste, was du in der Ausbildung brauchst, ist Passion and Drive. Also Leidenschaft und Motivation. Und dann funktioniert das auch. Viele glauben es nicht, ja, weil sie immer denken, oh, fachlich. Nein, brauche ich nicht. Ja, Leidenschaft und Motivation, ja, spornt die meisten Menschen zu Höchstleistungen an. Und dafür brauche ich nicht mal der fachlich Beste zu sein und einen und dran und dem fachlich Besten dahin zu setzen, weil wenn jemand mehr wissen will, ja, als derjenige, der das da rüberbringen soll, dann holt er sich das schon. Dann holt er sich das selber ran. Ja. Also, lieber Kai, vielen, vielen Dank für die Zeit, ja, und für die vielen Impulse, wie man eben doch so ein bisschen die Auszubildenden besser erreichen kann, als sie es vielleicht heute tun. Meine Aufforderung an alle Mittelständler, vergesst vielleicht mal die klassischen Anzeigen, traut euch mal neue Dinge zu machen oder am besten traut euren Azubis, die ihr schon habt, mal neue Dinge, kreative Dinge zu machen. Gebt ihnen die Freiheit. Und ich weiß, ein Argument ist immer, oh, wann sollen wir das machen? Wann haben wir keine, da haben wir keine Zeit für. Immer daran denken, es ist eine Investition in die Zukunft eurer Unternehmen. Wer sich weiter mit dem Kai Ziesmann austauschen will, und das kann ich nur empfehlen, für den verlinke ich nochmal seine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal, sich mit dem Kai längere Zeit zu unterhalten. Kai, vielen Dank, dass du da warst. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank für deine Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.